Mittags? Nachmittags eher. Dum, 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 dum. Das kennen wir doch noch. So, wo wollen wir denn hin? Wir wollen nicht zur Kräuterhändlerin, jedenfalls nicht zuerst. Wir wollen zuerst zur Waffenhändlerin. Und da wollen wir verkaufen. Und zwar ein Säbel. Ein Säbel. Ein Säbel. Oh. Und ein Lederharnisch. Ein Säbel. Den Dreizack. Säbel, 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 Säbel. Säbel. Nix. Und nix. So, Feilschen. Quendeln natürlich. Und jetzt würden wir gerne kaufen. Viel kaufen. Pfeile nämlich. 90 Stück. Sonst brauchen wir nicht wirklich irgendwas und sie hat auch nicht besonders viel. 10% ist vollkommen okay. Raus, raus. So, Pfeil dahin. Bogen dahin. Und Pfeile abgeben. 45 Stück. Oh, Bogen in die Hand. Sehr schön. Da fühlen sich die Elfen gleich wesentlich wohler. Jetzt müssen wir noch zu einem Gemischthändler. Dem da zum Beispiel. Verkaufen. Wir hätten da dezent viel Goldschmuck. Ach, Dukaten. Nee, 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 nee. So nicht, mein Junge. Ist ja nicht so, dass wir goldgierig wären, aber 8 Dukaten ist echt ein bisschen mau. Wie viel gibst du uns? 11 Dukaten, schon wesentlich besser. Keine Proviantpakete verkaufen, danke. Ich wollte eigentlich das Gold, nicht das Zunderkästchen. So, Gerugon hat Edelsteine, die verkaufen wir auf keinen Fall. Goldschmuck. Goldschmuck. Der Silberring hatte nichts gemacht, oder? Sollen wir uns nochmal angucken. Nee, 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 nee. Nö, soweit alles okay. Gewinn entfeilscht. Müssen wir irgendwas Neues einkaufen? Also in der Richtung Schuhe, Werkzeug. Ich sehe keine Schuhe mehr. Unsere Söldnerin ist dann wohl durchgebraten. Also hätten wir gerne kaufen. Wir hätten gerne Stiefel, keine Schuhe. Genau, 1, 2, 3, 4 Stiefel. Und Schreibzeug. So, Feilschen und Gwendolyn. Raus. Raus. So, Stiefel kannst du nicht behalten, weil du hast nicht genug Bewegungspunkte über. Stiefel kann direkt nehmen. So, Bannstrahlorden, Pergament, Magistratsdokument, 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 Rezept, Rezept. Zwei Rezepte hat sie nur. Na gut, sei es drum. Wo ist das Schreibzeug? Da. So, kannst du das jetzt kopieren? Oh, das war das Falsche. Ja, wir sind die höchsten Bürger dieser Stadt und... Benutzen. Wurmikum. Jupp. Jupp. Sehr schön. So, was haben wir noch? Wir haben noch Gifte zu verkaufen und Zaubertränke zu kaufen. So viel dazu, dass wir demnächst nicht in die größere Stadt kommen. Hm? So. Westlich. Hallo Ariona, wir würden gerne verkaufen. Und zwar Angstgift, Araxgift, Araxgift und Goldleim.
weil wir allgemein nicht so ein Fan von Giften sind. Obwohl. Gwendolyn könnte das ruhig auf ihre Waffen machen, das passt schon. So, was haben wir noch? Recht viele Kräuter, die Fionen wollen nicht wissen, was es macht. Körperkraft-Elixier. Schlafgift. Schlafgift kann weg. Bannenstaub ist tierisch teuer. Und wir brauchen nicht wirklich die Dukaten. Also behalten wir das mal. Falschen. Gwendolyn. So. Jetzt kommt der teure Part. Wir würden gerne einkaufen. Zaubertrank hast du. Hast du auch einen starken Zaubertrank? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr teuer. Okay, da brauchen wir noch Wirselkräuter. 20 klingt gut. 492 Dukaten. Da wird sich Gwendolyn richtig anstrengen müssen bei dem falschen Superheiltrank. Klingt auch nicht schlecht. So, 687 Dukaten. Falschen Gwendolyn. 19%. Sehr schön. Das sollten wir gleich mal aufteilen. Also. Die Gifte sollten zu Gwendolyn. Warum hast du noch zwei Säbel? Das war so nicht geplant. So. Arax-Gift. Angstgift. Superheiltrank sollte zu Tirik. Starker Zaubertrank sollte zu ihr. Und einer zu Mürrem. Darf nicht mehr tragen. Du trägst doch fast gar nichts. Proviantpakete können weg. Kann sich von den anderen was holen. Schuhe. Können auch nicht mehr zu Tirik. Nicht wirklich. So. Jallen, starker Zaubertrank. Mürrem, starker Zaubertrank und ein Hylianer Feuer. Bewegungspunkte sind okay. Du hast normale Heiltränke und die Wirselkräuter. Die könnten eigentlich eher zu Jallen, die auch total überladen ist. Komm, Wurfhaken. Wurfhaken kann weg. Strickleiter kann weg. Wenn haben wir Talanas Zauberstab. Pfeile sind nicht so wichtig. Hat Jallen auch einen starken Zaubertrank? Ich denke nicht. Doch hat sie. Okay. Bewegungspunkte sehen soweit okay aus. Sehr schön. Dann können wir die Stadt hier wieder verlassen. Und zwar Richtung Norden. Also hier. Nördlich und westlich. Jupp. Routenplanung Norden. Norden und Westen. Das müsste Tjolma sein. Und wir suchen sofort einen Lagerplatz. Nix da. Jetzt können wir ruhig einen Lagerplatz suchen. Keine Kräuter. Kein Angriff in der Nacht. Und die Dame holen sie schön. Schlafen. Und wir sehen in der Entfernung irgendeine Häuseransammlung. Können wieder eine Herberge sein. Das nutzen wir doch gleich mal aus. Genau. Herberge. Können wir hier gut essen? Ja, gute Hausmannskost. Das wird aber auch mal Zeit. Nach zwei Wochen oder so, wo wir eigentlich nur unsere Ration gegessen haben in der Orkfeste und danach dieses komische Essen in der letzten Herberge. Dann nehmen wir uns auch gleich mal noch eine Suite dazu für einen Tag und schlafen. Jo, sehr schön. Obwohl, warte mal, Herberge. Kannst du uns vielleicht was über Ingramosch sagen? Das ist der Oberverräter der Zwerge aus Tjolma.
der soll sich hier mal blicken lassen. Der Oberverräter? Ach so, weil er vielleicht mit den Elfen zu tun hat. Weil er ja Frieden schlichten will. Ja, okay, das macht vollkommen Sinn. Gesprächsende. Weiter. Wir wollen weg. Heute werden wir es nicht mehr schaffen. Morgen mit etwas Glück. Aber ich denke mal eher übermorgen früh. Passt ja auch ganz gut. Da müssen wir nicht nachts alle Häuser abklappern. Herberge nehmen wir immer mit. Gutes Essen haben wir uns verdient. Ein wahrlich erlesenes Menü. Sehr schön. Eine Suite. Auch wenn es relativ früh noch war. Jetzt sind wir wenigstens gut vorbereitet, falls da doch noch irgendein Stolperstein in Thjolm auf uns wartet. Zu spät. Also, Lagerplatz aussuchen. Und rein in die Stadt. Thjolm. Dann sollten wir uns mal umhören. Für die Taverne ist es noch ein wenig früh. Also sollten wir das nächstgelegene Geschäft aufsuchen. Oder Tempel. Ingram-Tempel. Hallo. Wir suchen Ingramosch. Weiß er nichts von. Okay. Dann raus. Das ist doch Bengram, einer der Verräter. Ertönt plötzlich eine Stimme hinter euch. Inmitten einer Gruppe zwielichtiger Gestalten steht ein hässlicher alter Mann und deutet mit dem Finger auf Tirik. Einige Passanten, die inzwischen vor allem mitbekommen haben, starren euch feindselig an. Tirik schaut erstaunt zurück. Zuckt er mit den Schultern, dreht sich um und geht einfach weiter. Während die Menge noch unentschlossen ist, der Alte noch mit ausgestrecktem Arm dasteht und Tirik ruhig weitergeht, dreht ihr euch um und folgt betont ruhig eurem Gefährten. Kaum seid ihr um die nächste Ecke gebogen, stürmt ihr wie auf Kommando los. Ja, hier war das sowas mit den Zwergen, hm? Bräuchte nur ganz kurz ein Geschäft. Ein Schmied. Hallo. Was wollt ihr? Wir suchen Ingramosch. Kenne ich nicht. Raus jetzt, ich habe zu tun. Sehr unfreundlich, die Leute hier. Das sieht aus wie eine Kräuterhexe. Hexe. Hallo? Kannst du uns sagen, wo Ingramosch ist? Keine Ahnung. Was kannst du über Thjolm sagen? Beim Kommen der Orks wurde der Bogen überspannt. Es soll dabei um ein uraltes Artefakt aus Umrazim gegangen sein. Ha. Und der schmeißt uns auch raus. Die Taverne wird wirklich der beste Ort sein, um rauszufinden, wo er wohnt. Ist das ein anderer Schmied? Ja, ein Zwergenschmiedin. Ingramosch. Kenne ich nicht und jetzt raus. Ja. Was sagt Tiriks Karte? Ist das wieder der Ingrim-Tempel? Ja. Kräuterhändler waren wir. Händler waren wir noch nicht. Roglom, Sohn des Radresch. Hallo. Ingramosch. Will er nichts zu sagen. Salamanderstein? Will auch nichts zu sagen. Besonders viel Auswahl haben wir nicht mehr. Schmied waren wir. Kräuterhändler waren wir. Bei der Händlerin waren wir noch nicht. Und bei dem Heiler. Guten Tag, wie geht es so? Ich bin in Eile. Irgendwie sind hier alle in Eile oder wollen nichts mit uns zu tun haben. Vielleicht hast du wenigstens Zeit. Ingramosch. Thjolm.
schaut euch unbedingt mal die Pfahlbauten an. Echt sehenswert. Wir haben eigentlich Wichtigeres zu tun. Wir müssen wieder zwei Nationen vereinigen durch die Macht eines Artefaktes. Ja, Taverne hat schon auf. Sehr schön. Theke. Ja, eine Runde für alle. Hier habt ihr euer Geld. Und alle stoßen mit uns an. So, und wenn uns jetzt keiner sagt, wo Ingramosch ist, dann fliegen die Krüge. Ingramosch. Falsche Adresse. Nö, will sie nicht. Ist ja nicht so, dass wir gerade ein riesen Geschäft hier mit ihr gemacht haben. Aber gut, setzen wir uns an einen Tisch. An einen besetzten Tisch. Hallo. Ingramosch. Ah. Der war hier eine Zeit lang oft bei uns und den anderen Zwergen. Aber da hat es wohl Streit gegeben. Am Anfang war er viel mit dieser Schmiedin zusammen. Die beiden haben sich wohl gut verstanden. Aber damit war es auch mal vorbei. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Eigentlich schade. Man konnte großartig mit ihm die Nächte durchzechen. Und wo wohnt er? Neuer Tisch. Besetzter Tisch. Kein vernünftiges Gespräch. Besetzter Tisch. Und die Leute gucken uns schon komisch an, aber das ist mir egal. Wollen nicht reden. Das ist nicht schön. Aber ja, er ist definitiv irgendwo hier. Bei der Schmiedin sollte er wohl früher öfters einhergegangen sein. Also bei der zwergischen Schmiedin wahrscheinlich. Händlerin, Taverne, Herberge. Gehen wir zur Herberge. Da können wir uns ein wenig umhören. Und wenn das da nichts wird, können wir wenigstens gleich schlafen gehen. Also hallo. Ingramosch. Nö. War gut. Dann einmal essen bitte. Gute Hausmannskost und ein Einzelzimmer. Und erstmal schlafen.